Ja, liebes Auditorium, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer dritten Vorlesung im Rahmen der Vortragsreihe Theorie und Gesellschaft in diesem Semester. Und ich freue mich außerordentlich, dass wir heute Rahe Yeghi zu Gast haben. Rahe Yeghi ist sicherlich eine der wichtigsten Sozialphilosophinnen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und sie ist, wie wir alle wissen, ja auch seit 2009 Professorin für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität. Sie war Gastprofessorin in Shanghai und an der New School in New York und leitet seit 2019 auch das Center for Social Critique. Und die Arbeiten von Rahe Yeghi in den letzten Jahren und Jahrzehnten können sich, denke ich, alle in irgendeiner Weise als Impulse verstehen lassen in Richtung kritischer Theorie und eben in Ausgestaltung dessen, was kritische Theorie bedeutet. Ich hatte gesehen, ganz am Ende Ihres neuen Buchs Fortschritt und Regression, da bezieht sie sich ja auf Albrecht Wellmer, der eben gesagt hat, dass kritische Theorie keine Schule ist, sondern ein Diskussionszusammenhang. Und das fand ich auch sehr treffend. Also nicht zu sagen, also es geht hier um Frankfurter Schule oder so etwas, sondern es geht im Grunde um einen Problemzusammenhang, der ja gerade die Sozialphilosophie, aber damit ja auch indirekt die Sozialwissenschaften seit einigen Jahrzehnten beschäftigt. Also bisher die beiden wichtigsten Monographien von Rahe Yeghi, mal zunächst das Buch über Entfremdung, sicherlich das 2005 erschienen ist, Entfremdung zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems und dann 2013 Kritik von Lebensformen. Also es geht hier darum, einerseits den Entfremdungsbegriff wieder zu revitalisieren für die kritische Theorie und dann auch eben einen kritischen Begriff von Lebensformen zu gewinnen. Es gibt auch eine ganze Reihe anderer breit gelesener Veröffentlichungen. Ich möchte nur nennen das Gespräch mit Nancy Fraser von 2018, auf Englisch erschienen, Kapitalismus, ein Gespräch über kritische Theorie. Und nun ist gerade vor wenigen Tagen ihr neues Buch Fortschritt und Regression erschienen. Also das ist jetzt auch die erste Vortragsveranstaltung nach Erscheinen des Buchs, auf das wir, denke ich, auch alle sehr gespannt waren. Und genau das ist auch das Thema Ihres Vortrags heute, also Fortschritt und Regression. Und ich denke, dass wir damit auch, also mit der Veranstaltung heute, auch unsere Vortragsreihe insofern nochmal auf eine interessante Weise fortsetzen können, weil die Vortragsreihe ja auch gedacht ist, nicht nur Personen von außen hier hinzuholen, sondern tatsächlich auch hier untereinander an der Humboldt-Universität mehr ins Gespräch zu kommen. Und dazu soll eben auch diese Veranstaltung heute dienen. Bitte, Rahe. Ja, ganz herzlichen Dank, Andreas, für die Einladung. Das ist jetzt ein wirklich sehr schönes Zusammentreffen. Das hatten wir ja gar nicht so geplant. Das klingt jetzt so geplant, ja. Das Buch erscheint gerade am Tag vor dem Vortrag, aber das war ja ganz unabhängig davon geplant. Für mich ist das jetzt aber ganz toll, dass erstens, dass es erschienen ist. Da gibt es noch andere im Raum, für die das eine große Erleichterung war. Und auch wirklich toll, dass das jetzt hier gleich mit so einer, dass ich das jetzt dann erstmals nach Fertigstellung des Buches hier präsentieren kann. Das freut mich besonders. Du hast ja in der Einleitung, in der sehr freundlichen, schönen Einleitung schon erwähnt, dass wir ja nicht nur hier an einer Universität jetzt zusammen lernen, glücklicherweise, sondern wir waren ja auch schon mehrfach im Gespräch in verschiedenen Kolloquien. Und ich finde es tatsächlich und freue mich auch deshalb auf den heutigen Abend, weil unsere beiden Projekte auf den ersten Blick ja etwas konträr zu sein scheinen. Also das Projekt, an dem du gerade arbeitest, über Verlust und worüber wir ja auch im Kolloquium schon mal geredet haben. Und meine Intervention hier in eine Diskussion über Fortschritt, da denkt man, naja, Andreas Reckwitz hat den Fortschritt schon lange hinter sich gelassen. Die Diagnose ist ja, dass das Fortschrittsnarrativ gesellschaftlich eigentlich eher sich ermüdet hat, aufgegeben worden ist und auch ersetzt wird und werden sollte durch ein Eingedenken und Gedenken an die Verluste, die jede Art von gesellschaftlicher Entwicklung auch mit sich bringt. Also auf den ersten Blick denkt man, du Verlust, ich Fortschritt, aber das ist eben gar nicht so, weil es mir tatsächlich in meinen Überlegungen ja nicht um die Frage geht, ob Fortschritt empirisch in unseren Gesellschaften heute vorhanden ist,
Und es geht mir auch nicht um die Frage, die dich ja sehr beschäftigt, ob das Fortschrittsnarrativ in modernen Gesellschaften sich ermüdet hat oder nicht, sondern das ist im Grunde eine Diagnose, die wir beide teilen. Das werde ich auch gleich ein bisschen ausführen, nämlich die Diagnose, dass es sich in bestimmter Hinsicht ermüdet hat oder auch, dass das Fortschrittsnarrativ in bestimmter Hinsicht desavouiert ist. Und dennoch möchte ich gewissermaßen in normativer Perspektive, die da ja eben nicht deine ist, dazu beitragen, das an dem Narrativ festzuhalten und es so zu rekonstruieren, dass es eben für die Diagnose und Kritik unserer Gesellschaften möglicherweise doch wieder eine Rolle spielen kann. Also insofern glaube ich, ist das eine interessante Weise, in der wir einerseits Interessen teilen, andererseits ganz unterschiedliche Perspektiven darauf haben und umso mehr freue ich mich darüber, hier zu sein. Also, ich hatte ja schon gesagt, ich interessiere mich für den Fortschritt, also gar nicht tatsächlich für die Frage, gibt es heute noch Fortschritt oder nicht. Wenn man mit der Frage beginnen würde, würde man sehr schnell vermutlich auf die Antwort stoßen, nein, gibt es nicht. Die Weltgeschichte ist nicht in einer stetigen Bewegung des Fortschritts begriffen, sondern ganz im Gegenteil dabei, in Gewalt und Chaos zu versinken. Insofern wäre die empirische Frage nach dem Fortschritt in mancher Hinsicht schnell beendet, auch wenn dann viele sagen können und würden, ja, aber in manchen Hinsichten gibt es dann doch Fortschritt, aber darüber kann man sich dann streiten. Interessant an der Frage des Fortschritts, die so lange die Erzählungen unserer Gesellschaft bestimmt haben, ist aber, dass es eben auch nicht nur empirisch Zweifel daran gibt, ob wir heute noch so etwas wie Fortschritt zu verzeichnen haben. Sondern auch begrifflich, konzeptionell ist das Fortschrittsnarrativ nicht gerade in hohem Kurs, könnte man sagen. Es gibt sehr, sehr viele Kritik daran, an verschiedenen Aspekten dieses Narrativs, die dazu geeignet sind, es zu desavouieren. Auf genau diese werde ich eingehen und dann gucken, wie man das so auseinandernehmen kann, dass man im Ende vielleicht doch ein positives Fortschrittskonzept enthält. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, interessiert daran, Fortschritt als Kriterium zu retten und zu entwickeln. Also die Frage, ganz abgesehen davon, ob es noch Fortschritt gibt oder nicht, oder ob wir im Moment gerade in einer fortschrittlichen oder in einer regressiven Phase der Entwicklung unserer Gesellschaften sind, stelle ich mir die Frage, taugt es eigentlich als Kriterium? Taugt eigentlich das Kriterium einer fortschrittlichen oder regressiven Entwicklung überhaupt noch dazu, zu verstehen, aber auch zu kritisieren, was in unseren Gesellschaften los ist? Dabei gehe ich davon also aus, dass ich Fortschritt weder einfach als Fakt betrachte, ich möchte es aber auch nicht, das ist eine der Tendenzen, die wir in der philosophischen Diskussion manchmal finden, dass man sagt, naja, als Faktum ist es irgendwie im Niedergang begriffen, schwer zu verteidigen, dass wir wirklich in einer fortschrittlichen Zeit leben. Aber als Ideal brauchen wir es noch. Wir brauchen etwas, worauf wir uns richten können. Wir brauchen ein Ziel, auf das wir uns hinbewegen. Und deshalb brauchen wir irgendwie so etwas wie Fortschritt dann doch. Genau, also mein Interesse daran, Fortschrittlichkeit und Regression als Kriterium für die Analyse und Kritik von Gesellschaften mir anzugucken. Ich fasse dabei Fortschritt als ein normativ aufgeladenes Deutungsmuster auf, also eine Interpretationsfigur. Ja? Also Fortschritt, wenn man von Fortschritt redet, redet man nicht einfach nur von dem, was ist, sondern man fasst eine bestimmte Abfolge von Ereignissen, eine bestimmte Richtung, in die Ereignisse sich entwickeln, in die sozialer Wandel sich entwickelt, eben als Fortschritt, also als so etwas wie einen Wandel zum Besseren auf. Und die Frage, die mich hier beschäftigt, ist, was dahinter steckt, wenn wir gesellschaftlichen Wandel so verstehen und ob man das noch retten oder rekonstruieren kann. Ich werde im ersten Teil werde ich hier vor allem auf vier Dimensionen des Fortschritts und dann auch der entsprechenden Kritik am Fortschritt eingehen, um dann die Lösung, wie ich sie immer vorstelle, zu entwickeln. Ich beginne also mit vier Dimensionen des Fortschritts, Begriffs des Fortschrittsnarrativs, wie wir es vor allem, muss man sagen, den westlich-europäischen Gesellschaften und mit einem gewissen Höhepunkt und einer Hochzeit
im 18. und 19. Jahrhundert, aber dann natürlich auch in dem von schweren Rückschlägen geplagten 20. Jahrhundert gefunden haben. Und ich möchte jetzt in diesem ersten Schritt diese vier Dimensionen darstellen, auseinandernehmen, um dann für jede dieser Dimensionen zu erläutern, was daran so in die Kritik geraten ist und mich dann wiederum daran festzumachen, um zu sagen, das ist aber etwas, was wir aus bestimmten Gründen und in einer bestimmten Art und Weise vielleicht halten können. Also die erste Dimension des Fortschrittsbegriffs, auf die ich mich hier beziehe, ist das, was man die Idee einer unzerbrechlichen Kette des Fortschritts nennen kann. Also die Idee, dass verschiedene Entwicklungen, zum Beispiel wissenschaftliche, moralische, soziale, politische Entwicklungen, in einer umfassenden Bewegung zu so etwas wie der Verbesserung des Menschengeschlechts, wie man damals gesagt hat, oder eben der Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen im Ganzen, dass diese so zusammenkommen. Also die Vorstellung, dass all diese Fortschritte, von denen es ja relativ schwer ist zu bestreiten, dass es sie gibt, also wissenschaftlich-technische Fortschritte, so etwas wie die Erfindung des Penicillin, ohne die sicherlich ein ganzer Teil derjenigen, die sich hier versammeln in dieser Halle, gar nicht mehr hier sitzen würden, wenn ich das mal so schätzen darf, weil doch viele von uns schon mal Krankheiten hatten, an denen sie ohne den Einsatz von Penicillin möglicherweise gestorben wären. Also so etwas wie die Erfindung von Penicillin, die Erfindung des Smartphones, alle diese Dinge sind in bestimmter Hinsicht ja unbestreitbar ein Fortschritt. Das, was man an Informationen früher, selbst zu den Anfängen der Computertechnologie sozusagen mit riesigen Apparatschaften nur bearbeiten konnte, haben wir jetzt alles immer schon so in einem kleinen Handy dabei. Es gibt auch auf dem Gebiet der sozialen und der politischen Entwicklung unbestreitbar Fortschritte. Aber das sind alles immer Fortschritte, also Sie können, die meisten von Ihnen werden vermutlich davon ausgehen, dass die größere, die wenn auch immer umkämpfte und wenn auch immer nicht leicht durchzusetzen, aber die größere Diversität unserer Gesellschaften, der Umstand, dass man heute für Homosexualität nicht mehr ins Gefängnis kommt oder nicht umerzogen wird, das alles sind ja Dinge, die die allermeisten von uns, dafür gibt es jedenfalls einen gewissen Konsens in gewissen Kreisen, als Fortschritt auffassen würden. Die Frage ist aber nicht nur, vor welchem Hintergrund man diese Dinge alle als Fortschritt auffasst, sondern die Frage ist auch, ob und wie die verschiedenen Fortschritte, die unsere Gesellschaften, die verschiedenen Wandlungsprozesse, die unsere Gesellschaften so unternommen haben, wie die zusammenhängen. Und die erste Dimension des Fortschritts, die da sehr hervorstechend ist, ist das, was der amerikanische Soziologe Stephen Lukes dann die unzerbrechliche Kette nennt, also der Umstand, dass das Wachstum der Wirtschaft, des theoretischen ebenso wie praktischen wissenschaftlichen Wissens und ein Mehr an Gerechtigkeit, Tugend und Glück alles wie durch eine unzerbrechliche Kette verbunden offenbar zusammenhängen. Wenn Sie sich die Theorieentwicklung bei Marx angucken, werden Sie sehen, dass Marx in dieser Hinsicht, also nicht nur in dieser Hinsicht, aber auf jeden Fall auch in dieser Hinsicht, ja ganz offenbar mit seiner Feier der Kräfte, in der die bürgerliche Gesellschaft die Wissenschaft und die Technik beschleunigt, entfesselt hat, und aber auch dem Vertrauen darauf, dass eben jene Entfesselung vermittelt durch soziale Kämpfe dann auch zur moralisch, politisch, gesellschaftlich, sozialen Verbesserungen insgesamt führen würden. Also das Vertrauen darin, dass das eine etwas mit dem anderen zu tun hat, dass es eine solche Kette gibt, war relativ groß und unbestritten. Die zweite Dimension des Fortschrittsbegriffs, die heute zunehmend in Kritik geraten ist, ist die Idee, dass der Fortschritt so etwas wie einen unwiderstehlichen Charakter hat. Es ist vor allem der Historiker Reinhard Koselleck, der in seinen Begriffsgeschichten immer wieder darauf hingewiesen hat, wie stark die Vorstellung verbreitet war und ist, dass Fortschritt so etwas wie ein Geschehen ist, das sich geradezu überindividuell, also mit einer Kraft, die man dann als unwiderstehlich auffassen mag,
und auch mit geradezu fatalistischer Haltung manchmal rezipiert wird, also die oder akzeptiert wird. Also die Vorstellung, naja, das ist eben die Bewegung, das ist jetzt so an der Zeit, das muss jetzt so geschehen, das ist gewissermaßen eine riesige, alles in sich, unter sich umfassende Bewegung, der sich entgegenzustellen, im Grunde gar keinen Sinn hat, also die man einerseits begrüßt, aber dahinter steckt dann auch die Vorstellung, dass das eigene Begrüßen dieser Entwicklung eigentlich gar nicht das Entscheidende ist, also gar nicht das ist, was diese in Gang setzt, sondern Fortschritt ist dann so etwas wie die Vollstreckung dessen, was mit Hegel gesagt an der Zeit ist, also eine Art von transpersonalem Handlungsobjekt. Die dritte Dimension des Fortschritts, und die hängt natürlich mit dieser Vorstellung von Unwiderstehlichkeit und davon, dass Fortschritt das ist, was an der Zeit ist, eng zusammen, ist die Vorstellung einer Entwicklungslogik. Also dass Fortschritt etwas ist, was sich entfaltet nach einer bestimmten Logik der Entwicklung, wie sozusagen wie die Blüte aus dem Keim, dass sich Fortschritt auf weltgeschichtlicher, also globaler Ebene operierend als eine Art von verbindlicher Entwicklungslinie ausmachen lässt, Gesellschaften und eben in dem Sinne auch die globale Gesellschaft, die Weltgesellschaft entwickelt sich dieser Vorstellung zufolge ebenso ähnlich wie auch ein Organismus wächst oder dann eben auch nach einer Art von Stufenmodell, die man dann unterstellt, dass es hier notwendig zu durchlaufende Entwicklungsstufen gibt. Ja, also die Vorstellung, da entwickelt sich etwas und das geht von Stufe zu Stufe. Es wird immer besser, immer umfassender, immer komplexer. Und das sind aber auch Stufen, die jede Gesellschaft zu durchlaufen hat. Sie finden diese Vorstellung schon bei Turgot, wenn er sagt, und wenn man die menschliche Gattung von ihren Ursprüngen an betrachtet, so erscheint sie in den Augen eines Philosophen wie ein großes Ganzes, das selbst auch, wie jedes Individuum, seine Kindheit hat und Fortschritte macht. Also einerseits eben hier diese Reifungsentwicklungsidee, aber auch damit schon im Zusammenhang die Vorstellung, dass es hier ein großes Ganzes ist, das eben diese Entwicklung macht, ebenso wie das Individuum sie machen kann. Die vierte Dimension des Fortschritts, auf die sich heutzutage einiges an kritischen Bemerkungen richtet und da gehört ganz sicher Andreas Reckwitz auch dazu, ist die Vorstellung, dass Fortschrittsprozesse solche sind, die man sich linear vorstellen kann, die gewissermaßen ohne Verluste passieren und die dann kumulativ gedacht werden können. Also dieses ohne Verluste bezieht sich darauf, dass hier gewissermaßen immer nur gelernt wird und nichts verlernt, nichts verloren wird und man deshalb in so einem stetigen Weg zum Besseren befangen ist. Ganz kurz die Ihnen sicherlich recht vertrauten Gegenargumente oder auch Gründe für, ich will das jetzt gar nicht unbedingt als Gegenargument auffassen und zelebrieren, das geht ja hier auch immer darum, dass Paradigmen sich gewissermaßen ermüden, ja? Also dass irgendwie glaubt eben niemand mehr so richtig dran. Richtig widerlegen lässt sich sowas auch nicht, aber es gibt dann verschiedene Gründe dafür, warum man eben, wie man dann auch wiederum im Modus eines solchen Unwiderstehlichkeitsgedankens sagen könnte, dass man davon ausgeht, dass man eben heute nicht mehr so denkt. Also der erste, zur ersten Dimension, zur Kettendimension, sehr klar die Vorstellung, dass die Kette zerbrochen ist. Die Vorstellung, dass die Erfindung des Penicillin schon zur Verbesserung des Menschengeschlechts beitragen könnte, die scheitert bereits an dem Umstand, dass eben solche wissenschaftlich-technischen Verbesserungen nicht immer auch all denjenigen zugutekommen, denen sie zugutekommen könnten. Also die Vorstellung, dass soziale, politische, gesellschaftliche Fortschritte damit einhergehen hat, in gewisser Hinsicht an Plausibilität eingebüßt. Das, was man die unzerbrechliche Kette des Fortschritts genannt hat, also das, was Lux die unzerbrechliche Kette genannt hat, wird entsprechend dann aufgelöst in so etwas wie lokale oder auch sektoriale Einzelglieder. Man kann dann eben noch davon sprechen, dass sich Fortschritte in dieser oder jener Technologie entwickelt haben, dass sich Fortschritte in dieser oder jener Hinsicht des gesellschaftlichen Zusammenlebens ereignet haben, aber die Vorstellung, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt oder auch nur aufeinander einwirkt, ist doch
einigermaßen in den Hintergrund getreten. Die Unwiderstehlichkeit des Fortschritts wiederum hat, wie man sagen könnte, der Vorstellung einer Unwahrscheinlichkeit des Fortschritts Platz gemacht. Und zwar in mehreren, also ist sozusagen in Kritik geraten, in mehreren Hinsichten. Einerseits ist es so, dass die Unwiderstehlichkeit, gerade diese Idee, das passiert eben einfach so und ergreift uns und wir können und müssen aber auch gar nicht so wirklich etwas dagegen tun. Genau diese Idee ist eigentlich die, die heutzutage als Wachstumszwang oder als sozusagen Zwang einer unaufhörlichen Dynamik, gerade auch wenn man an die Gesichtspunkte der ökologischen Krisen denkt, doch eher so etwas wie ein Verhängnis und weniger als ein Versprechen heute sich darstellt. Also die Vorstellung, das passiert eben so, das ist eine größere Macht als wir selber, das ist etwas, was uns doch heute eher Angst einjagt, als dass es uns Hoffnung zu geben vermag. Ebenso ist die Vorstellung des Automatismus daran unplausibel geworden. Don Dewey hat das schon sehr früh gesagt, wenn wir die ganze Zeit in einem Wolkenkuckucksheim gelebt haben, in einem Traum von automatischem, ununterbrochenem Fortschritt, dann ist es gut, aufgeweckt zu werden. Das ist, wie gesagt, eine von dieser Vorstellung dieses transpersonalen Subjekts, in dem sich der Fortschritt dann schon vollzieht. John Dewey ist einer derjenigen Autoren, die daran noch nie geglaubt haben, die also den Umstand, dass Menschen handelnd Fortschritt herbeizuführen haben, früh gesehen haben. Und von Walter Benjamin her kennen wir die Idee, dass es gerade diese Idee, dass man im Grunde nur mit dem Strom schwimmen muss, eine Idee, die Benjamin in der zeitgenössischen Sozialdemokratie, also nicht in unserer heute, wobei man sich fragen könnte, wie die das eigentlich so sieht, aber sozusagen zeitgenössisch die Sozialdemokratie und die evolutionistischen Ideen, die davon ausgegangen sind, die Entwicklung zum Besseren vollzieht sich gewissermaßen auch ohne, dass man diese aktiv anstoßen könnte oder müsste. Walter Benjamin sagt, die Korrumpierung der Sozialdemokratie, die dann im Ende ja auch ins Verhängnis geführt hat, sei genau mit diesem Vertrauen, also mit dieser Art von Fortschrittsoptimismus, würde sie im Zusammenhang stehen. Schließlich die heute vielleicht deutlichste, heftigste Kritik am Fortschrittsbegriff, die sich auf die kolonialen Implikationen der Entwicklungslogik bezieht. Also die Idee, die von mir skizzierte Idee einer Entwicklungslogik, die Menschheit im Ganzen hat so etwas wie eine Kindheit und wird dann irgendwann aber auch erwachsen, ist ja klarerweise also das paternalistisch-maternalistische, der Zugriff auf die Weltgeschichte und auch auf die, dann ja doch immer die anderen Völker, die damit gemeint sind, dass das eine unangenehme Art von Paternalismus ausstrahlt, ist ja schon, wenn man das so erzählt oder das Thurgood-Zitat vorliest, ist das ja schon relativ schreiend. Also diese Hierarchisierung von Entwicklungsstufen, die dann damit einhergeht, dass diejenigen, die dem nicht entsprechen, was fortschrittlich genannt wird oder die dann noch nicht auf einer bestimmten Stufe, von der man aber denkt, dass sie notwendigerweise durchlaufen werden muss, angelangt sind. Das ist etwas, was Chakrabarti mit einer sehr erfolgreich gewordenen Metapher und Beschreibung den Wartesaal der Geschichte genannt hat, also gesagt hat, das ist genau das Manöver, mit dem immer die anderen und vorzugsweise die nicht-westlichen Gesellschaften in so einer Art Wartesaal der Geschichte in diesen verfrachtet werden. Sie verharren dort in so einer Art eben von Vorstufe, dürfen warten, bis sie dann endlich dran sind, um Geschichte zu machen. Das ist ein Manöver, das von einem kritischen Theoretiker namens Thomas McCarthy auch wieder schon vor einiger Zeit als ein Legitimationsmanöver im Grunde aufgefasst, ertappt worden ist, nämlich seiner Auffassung nach ist der Versuch, hier die kognitive Dissonanz, die herrscht zwischen dem liberalen Selbstverständnis und dem liberalen Universalismus und dem
Umstand, dass die liberalen westlichen Gesellschaften in verschiedenen imperialistischen Projekten befangen waren. Diese Dissonanz zwischen Selbstverständnis und dem, was hier praktisch passiert in der Weltgeschichte und dem Einfluss, den eben jene Gesellschaften auf die Weltgeschichte genommen haben, um das zu reduzieren, bedient man sich so McCarthy der Idee des Fortschritts, die das gewissermaßen legitimiert, wenn ich nämlich also wenn man auf die Metapher des Kindes zurückkommt, wenn man der oder diejenige ist, die denjenigen Völkern im Grunde dazu helfen zu reifen oder auch in den Zustand der Teilhabe an Weltgeschichte zu kommen, dann sehen alle die imperialistischen, kolonialistischen Grausamkeiten schon ganz anders aus oder werden eben mit diesen verdeckt, unter diesem Banner gemacht und vielleicht eben auch überhaupt erst machbar, wenn man davon ausgeht, dass Gesellschaften ja auch immer so etwas wie eine Legitimation für das Unheil, für die Gewaltgeschichte, die sie anrichten, benötigen, dann kommt solchen Begriffen da eine ganz entscheidende Position zu. Es gibt aber noch einen weiteren Grund dafür, die Entwicklungslogik, die hier angesetzt wird, für problematisch zu halten. Ein Grund, der dann eher sozialtheoretisch ist, also weniger mit der Gewaltgeschichte des Kolonialismus zu tun hat oder nicht nur mit dieser zu tun hat, sondern der auch damit zu tun hat, dass es möglicherweise auch sozialtheoretisch betrachtet gar keine besonders richtige, hilfreiche, günstige Art und Weise ist, Weltgeschichte zu betrachten. Es ist das Fortschrittsnarrativ, der Glaube daran, dass es hier so eine unumstößliche Entwicklungslogik gibt, ist eine Perspektive, unter der die Ungleichzeitigkeiten der Weltgeschichte, die das, was man komplexe Temporalitäten von Gleichzeitigkeiten nennt, die tatsächliche Geschichte durchläuft, werden durch ein solches Narrativ überlagert. Und wie gesagt, es dient einerseits den kolonialistischen, imperialistischen Projekten und ihrer Rechtfertigung, aber das ist möglicherweise auch als Art und Weise, in der wir auf sozialen Wandel gucken, gar keine richtige, gar keine sinnvolle. Ich komme jetzt zur Kritik an dem Verlust, also an der Linearität des Fortschrittsbegriffs, die man unter dem Stichwort der Ambivalenz des Fortschritts auffassen könnte. Also die Idee linearen Fortschritts wird hier kritisiert und konterkariert mit der Erinnerung daran, dass mit Errungenschaften immer auch Momente des Vergessens oder des Erlernens, des Verlernens einhergehen. Der Umstand, dass sie mit ihrem Handy, das so unglaublich viele Informationen hat und so gut vernetzt mit aller Welt verbunden ist, dass sie damit mittlerweile in jeder fremden Stadt, egal wie plötzlich sie in diese hineinkommen, sich ganz gut orientieren können, geht einher, um mal ein banales Beispiel zu nennen, mit dem Verlernen der Fähigkeit, Karten zu lesen. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es jedenfalls so, dass ich, seit ich das immer mache, tatsächlich überhaupt nicht mehr so orientiert bin, wie ich es noch war, wenn ich mir beim Erkunden einer fremden Stadt zunächst mal sozusagen auf einer Karte die Struktur dieser Stadt angeguckt habe. Ich verlaufe mich nicht mehr, aber ich lerne eben auch nicht mehr viel darüber, wie die Städte so zusammenhängen. Und das kann man für ganz viele andere Beispiele ja auch behaupten. Mediziner beklagen sehr gerne den Verlust dessen, was man medizinischen Blick genannt hat, also einer bestimmten Fähigkeit des Arztes, sozusagen qua Sehen durch Beurteilung, durch phänotypische Beurteilung der Situation, in der ein Patient sich befindet, auch schon erste Hinweise darauf zu kriegen, was hier, dass hier etwas falsch sein könnte und was hier falsch sein könnte. Und das wird, so wird häufig beklagt, durch den Einsatz der bildgebenden Verfahren sehr oft einfach aufgehoben, weil man schickt die Leute dann eben als erstes gleich schon mal in den MRT, bevor man weitere Nachfragen, Untersuchungen oder auch Einschätzungen vornimmt. Also Dinge, die in der einen Hinsicht besser werden können, auf der anderen Sicht, in der anderen Hinsicht Verluste erzeugen, Problemlösungen erzeugen,
sehr häufig neue Probleme. Das ist etwas, was Sie mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt ja sehr häufig und heute auch in uns immer bedrängenderer Art und Weise sehen und haben eben auch so etwas wie einen Preis. Und schließlich gibt es möglicherweise auch einfach Verlusterfahrungen, die man eben, selbst wenn man sie nicht unbedingt beklagen muss oder selbst wenn man sie nicht, wenn man diese Verluste nicht rückgängig machen muss, die man aber als Verlusterfahrungen ernst nehmen sollte, weil nämlich das Nicht-Ernst-Nehmen dieser Verluste, die so erfahren werden, möglicherweise auch seinen Preis hat. Gibt es also, wenn man sich die verschiedenen Virulenten und von ganz verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, Theoretikerinnen und Theoretikern vorgetragenen kritischen Einwände gegen den Fortschrittsbegriff, wenn man sich die vor Augen führt, sollte man denn dann überhaupt noch von Fortschritt reden? Ist das nicht dann im Ende vor allem auch so zusammengenommen, ja, also wenn man das gewissermaßen so als ein Bündel von Unplausibilitäten, die den Fortschritt, das Fortschrittsnarrativ heimgesucht haben, auffasst, könnte man ja sagen, naja, was soll's, lohnt sich doch nicht, darüber jetzt noch länger nachzudenken, beziehungsweise daran groß rekonstruktive Arbeit einer rettenden Kritik oder ähnliches zu unternehmen. Vielleicht ist es doch einfach so, dass die Verhältnisse doch immer nur wieder anders werden, aber nicht besser und nicht nur nicht besser, sondern möglicherweise auch weder besser noch schlechter. Das wäre ja eigentlich das, was wirklich gegen den Fortschrittsbegriff beziehungsweise gegen das Begriffspaar Fortschritt und Regression spricht. Die Behauptung, es wird schlechter und nicht besser, hebelt den ja gewissermaßen noch nicht aus, aber wenn man sagen würde, nein, mehr als dass es einfach immer wieder anders wird, können wir eigentlich gar nicht sagen, dann haben wir einen sehr radikalen Punkt und wie ich behaupten will, auch eine sehr radikal andere Art und Weise, in der wir uns überhaupt über uns als Gesellschaft und über unsere Rolle in dieser verständigen können. Sollen wir also diese Kriterien aufgeben, die Kriterien Fortschritt und Regression? Und auf der anderen Seite, können wir uns das eigentlich leisten? Bedeutet nicht das Aufgeben eines solchen Narrativs auch einen Verlust, der uns nicht nur um die Möglichkeit an der Vorstellung von Emanzipation oder einer besseren Welt zu arbeiten gewissermaßen bringt, sondern vielleicht auch schon um die Möglichkeit zu verstehen, was wir eigentlich durchleben und wie unsere Gesellschaften sich entwickeln. Also meine Vermutung hier, so kompliziert das mit dem Fortschrittsbegriff ist, kein Fortschrittsbegriff ist möglicherweise auch keine Lösung. Was genau fehlt uns, wenn wir von Fortschritt oder von Regression, und ich behandle Fortschritt und Regression hier jetzt immer als ein Paar, weil nämlich doch das eine die andere Seite, also sozusagen die Rückseite des anderen ist. Das ist vielleicht nicht ganz unwesentlich, sich das klarzumachen, also dass Fortschritt und Regression so zusammenhängen, weil, wenn ich eingangs davon gesprochen habe, dass der Fortschrittsbegriff nun heutzutage auch nicht mehr ganz so en vogue ist, auch dann nicht, wenn unsere Koalition gestartet ist mit der Idee einer Fortschrittskoalition, aber das war ja schon im Beginn dieser Koalition etwas, was man eher ein bisschen belächelt hat, als sozusagen Pfeifen im Walde gewissermaßen. Der Regressionsbegriff ist aber ja einer, der sehr virulent war, mit Aufkommen der neuen autoritären Bewegung, mit ganz verschiedenen weltgeschichtlichen Vorgängen hat man den Eindruck gehabt, alle reden auf einmal, niemand redet mehr von Fortschritt, alle reden auf einmal von Regression. Meine unterliegende These hier ist aber, man kann von Regression nicht reden, wenn man von Fortschritt nicht reden kann. Insofern steht beides, auch die Möglichkeit der Regressionsanalyse, gewissermaßen zur Debatte, wenn man die Vorstellung vertritt, dass man den Fortschrittsbegriff hier aufgeben muss. Was fehlt uns also, wenn wir nicht über Fortschritte und Regressionen reden können? Ich möchte hier nicht sofort mit dem im Grunde immer so sehr überdeutlichen Argument, dass man sagt, naja, dann, das nimmt uns dann die Hoffnung auf das Bessere. Also das war das, was ich anfangs mal mit
der Idee des Fortschritts, aber als Ideal noch einen Bestand hat, also die Vorstellung, ja, irgendwo brauchen wir sowas, eine leuchtende, utopisch leuchtende Vorstellung davon, dass es besser werden könnte, sonst werden wir auch gar nicht in der Lage sein, uns dahin zu entwickeln. Wir haben dann gewissermaßen keine normative Leitinstanz mehr. Wie Sie hier sehen, verzichte ich zunächst mal darauf, dieses Argument in Anschlag zu bringen, also die Vorstellung, wenn wir Fortschritt nicht mehr haben, dann wissen wir gar nicht mehr, wie es noch aufwärts gehen könnte, was es noch Gutes geben könnte oder was wir auch noch Gutes tun könnten, weil ich mich entlang dieser Dimensionen, die ich Ihnen ausgeführt habe, auf ein paar weitere Umstände und ein paar weitere Verluste, die es dann theoretisch geben würde, konzentrieren möchte. Zum einen geht uns mit der Behauptung, dass zwischen den verschiedenen Dimensionen der gesellschaftlichen, in Klammern Fortschrittsentwicklung, gar kein Zusammenhang besteht, so etwas verloren wie die Einsicht in die Materialität sozialen Wandels und des Fortschritts. Also die Einsicht daran, dass tatsächlich die vielen verschiedenen Veränderungen, mit denen wir es zu tun haben, die insgesamt zur Umgestaltung unserer Lebensverhältnisse führen und beitragen, dass die eben doch etwas miteinander zu tun haben. Wohlgemerkt eben nicht die Vorstellung, aus dem einen folgt schon direkt das andere und die Produktivkraftentwicklung wird die soziale Revolution dann schon aus sich heraus hervorbringen, wenn man das mal in die, ein bisschen basal marxistischen Vorstellungen übersetzen möchte. Wohlgemerkt also nicht diese Vorstellung, das eine wird das andere dann schon richten, aber der Umstand oder die Art und Weise, und es, wie gesagt, es glaubt auch niemand mehr daran, dass die Entwicklung der Gentechnologie umstandslos auch zum moralischen Fortschritt führen wird, aber die Einsicht und vor allem auch die Untersuchungsperspektive, die sich anguckt, inwiefern die Veränderungen unserer Lebensverhältnisse, nehmen Sie so etwas wie die Digitalisierung der Kommunikation und der Arbeit, die eine umgreifende Veränderung unserer Lebensverhältnisse, unserer Kommunikationsverhältnisse, der Art und Weise, wie wir interagieren, wie wir Intimbeziehungen führen, all das mit sich bringt und die Vorstellung, dass das eine dann jeweils mit dem anderen gar nichts zu tun hat, dass also die Normen, nach denen wir unser Zusammenleben organisieren, nicht in irgendeiner Art und Weise auch beeinflusst sind von den Dingen, die in Bereichen, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt so verfasst sind. Das ist etwas, was ich mit meinem Projekt hier ganz gerne retten möchte. Also vielleicht ganz banal, ganz simpel gesagt, der Umstand oder der Erfinder der Pille hat, so lässt sich dann verfolgen zur Veränderung der Geschlechterverhältnisse und auch der Familienverhältnisse klarerweise sehr viel beigetragen. Das eine konnte nur im Kontext des anderen oder ist im Kontext des anderen entstanden. Ich möchte nicht sagen, konnte nur im Kontext des anderen entstehen, aber es lassen sich gewissermaßen vielfältige Entwicklungslinien zwischen Veränderungen wie eben der Entwicklung der Antibabypille, der Erfindung der Schreibmaschine, von der sich auch ein ganzer Strang von weiblichen Emanzipationsgeschichten ziehen lässt und so weiter, die dann als Kontextbedingungen dafür, dass bestimmte Dinge im Geschlechterverhältnis überhaupt skandalisiert werden konnten, also wirtschaftliche Unabhängigkeit, bestimmte Veränderungen der Arbeitsbedingungen, die überhaupt dazu führen, dass Frauen in den Arbeitsmarkt kommen, all das zusammen mit dann eben den Emanzipationsbewegungen ist etwas, was im Ende zu der Art von Wandel im Wandel führen kann, die wir dann auch als moralischen, sozialen, gesellschaftlichen Fortschritt in Anschlag bringen mögen. Und der Fokus auf auch diesen Zusammenhängen scheint mir etwas zu sein, das nicht verloren gehen sollte. Also die eben doch in bestimmter Hinsicht materialistische Perspektive hier, die davon ausgeht, dass diese verschiedenen Dimensionen unserer Praktiken und Institutionen miteinander zusammenhängen. Der zweite Umstand, der mir hier verloren zu gehen scheint und auf den wir gucken sollten, ist ein sozialtheoretisches Defizit. Also ein Defizit hinsichtlich überhaupt des Ringens um eine Deutung des Geschehens, des sozialen Geschehens im Wechselspiel von Ereignis und Struktur, von strukturellen Vorbedingungen des Handelns und dem Handeln selbst. Also wenn man
die Idee der Unvermeidlichkeit des Fortschritts und der Entwicklungslogik ganz einfach so aufgibt, dann könnte es sein, dass man auch etwas mit dem Bade ausschüttet gewissermaßen, nämlich eine Aufgabenstellung, die es erforderlich macht zwischen dem, was wir einfach nur so tun, weil wir jetzt davon überzeugt sind und es tun wollen, und den Vorbedingungen und Bedingungen, die dieses Handeln dann hineintrifft, in irgendeiner Art und Weise noch zum Gegenstand macht. Also so unplausibel die Vorstellung ist, dass Fortschritt einfach automatisch geschieht, so ist die Gegenvorstellung, die sich in der Diskussion Raum gegriffen hat, nämlich, dass wir es einerseits mit purer Kontingenz zu tun haben, dass wir auf der anderen Seite es gewissermaßen alles in der Macht und im Willen und im Wollen der Akteurinnen liegt, Dinge eben zu verändern, wenn sie diese verändern wollen. Das ist, glaube ich, etwas, was sozialtheoretisch nicht trägt, was dem komplexen Geschehen, auch den komplexen, wenn auch, sagen wir, brüchigen Logiken, mit denen wir es hier zu tun haben, gar nicht gerecht werden kann. Das betrifft dann eben auch die Idee einer Entwicklung. Nicht, dass ich diese hier im großen Bogen verteidigen möchte, aber die Vorstellung, dass wir irgendeine Transformationserzählung brauchen, in der wir die Krisen, die Erosionen, die sozialen Veränderungen und Transformationen, die ja eben doch auseinander hervorgehen, weil bestimmte Formationen unterhöhlt sind, nicht mehr funktionieren, bestimmte Probleme nicht mehr lösen können. Also wenn wir diesen Blick aufgeben, scheint mir das nicht sinnvoll zu sein. Und schließlich, so problematisch es ist, die Weltgeschichte als eben die eine und mit, also sozusagen vom europäischen Zentrum her gedachte Weltgeschichte aufzufassen, so sehr zeigen uns doch gerade die immens interessanten und vielfältigen Untersuchungen der Global History, wie verflochten, wie global verflochten und interdependent die Entwicklungen in verschiedenen Teilen der Welt doch sind. Also gerade wenn, wie man mit Marx sagen könnte, der Weltmarkt der Weltgeist ist, dann ist das gar nicht eine normative Frage, ob man glaubt, dass es jetzt hier eine kosmopolitisch normativ aufzuladende Weltgesellschaft gibt, sondern es ist eine Frage der faktischen Verbindungen und Interdependenzen. Und das wiederum heißt auch, dass der Rückzug auf lokale oder sektoriale Fortschritte möglicherweise gar nicht genug ist, wenn man genau diese Verstrickung im Auge haben sollte. Was ist nun die Lösung für, wenn es stimmt, dass keine Fortschrittsgeschichte auch keine Lösung ist, aber es auf der anderen Seite so schwer zu sein scheint, eine hervorzubringen? Die Lösung, die ich in meinem Projekt, in dem Buch vorschlage, bezieht sich auf Weichenstellungen, die man zunächst mal so beschreiben kann, dass ich hier fragen möchte nach den Vollzugsbedingungen fortschrittlichen oder regressiven Wandels, dass ich also fragen möchte nach der Art und Weise, wie sich die Veränderungsprozesse, die man dann als Wandel zum Besseren verstehen kann, vollziehen. Das Resultat hier sollte sein, ein Modell, das einem keine starke Teleologie, also keine starke Vorstellung von dem Ziel der Geschichte, dem Ziel dieser Wandlungsprozesse aufnötigt, das aber gleichzeitig auch nicht die These der puren Kontingenz vertritt, also auch hier so ähnlich wie bei der Frage des Zusammenhangs, wo ich sagen würde, es gibt so etwas wie eine brüchige, eine fragile Kette, ginge es hier darum, so etwas wie eine brüchige, aber doch mindestens retrospektiv, wenn man sich fragt, ja, wie ist das eine aus dem anderen hervorgegangen und warum löst das bestimmte Probleme besser als das davor oder eben schlechter, in dieser Perspektive so etwas einzunehmen. Die Weichenstellung, die ich dafür vornehme, ist zunächst mal, was die Frage der unzertrennlichen Kette, auf die ich jetzt schon eingegangen bin, angeht, den Ort des Fortschritts wieder so zu bestimmen, dass man es eben nicht sektorial aufteilt in, na, da gibt es einerseits die politischen Fortschritte, andererseits andere Bereiche des gesellschaftlichen oder auch des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, sondern sich diese so anguckt, dass man auf eben jene Zusammenhänge wieder eingeht, und auf der anderen Seite das, worüber ich, wenn ich noch ein paar Minuten habe, habe ich noch, jetzt eingehen möchte, nämlich die Vorstellung, dass man sich am Modus des Fortschritts, also an der
prozessualen Dimension, an dem Umstand, dass Fortschritt, wenn Fortschritt ein Wandel zum Besseren ist, dass man dann auch ernst nehmen sollte, dass es eben ein Wandel ist und dass man sich angucken kann, wie dieser Wandel passiert und dass es entsprechend auch Kriterien dafür gibt, wann so ein Wandel gelungen ist oder nicht. Also Fortschritt als Name für soziale Wandlungsprozesse ist dann gewissermaßen normativ ähnlich aufgeladen, wie wenn Sie von Lernen sprechen. Das ist ja auch nicht einfach ein neutraler Begriff, eine neutrale Beobachtung, mit der Sie eine bestimmte Entwicklung bezeichnen, sondern etwas, wo man dann auch wieder fragen kann, entspricht das eigentlich dem, was hier mit Lernen gemeint ist? Und Lernen wird auch das sein, was hier für den Fortschrittsbegriff, wie ich ihn sehe, die zentrale Instanz ist. Also Fortschritt als eine Art und Weise, in der sich sozialer Wandel vollzieht oder eben nicht vollzieht. Und dieser Wandel soll dann aufgefasst werden als ein krisenhafter Problemlösungsprozess. Darauf gehe ich gleich noch ein bisschen ein. Eine der Konsequenzen, die das hat für die anfangs skizzierten kritischen Punkte am Fortschrittsbegriff, ist unter anderem, dass man, wenn man das so auffasst, wenn man sich also auf die Form des Wandels hier konzentriert und sich dann fragt, ist der Fortschritt hier so etwas wie ein sich anreichernder Lern- und Erfahrungsprozess, als den ich Ihnen hier definieren möchte. Wenn man sich das so anguckt, dann hat man den Vorteil, dass man eine Multiplizität solcher Prozesse denken kann. Also es muss nicht ein Erfahrungsprozess sein, dem gewissermaßen die ganze Weltgeschichte unterliegt, sondern es gibt unterschiedliche, problemgetrieben unterschiedliche Anfänge gewissermaßen und unterschiedliche Weiterentwicklungen in einer Art und Weise, die dem Stufenmodell jedenfalls, dass also alle immer genau dasselbe hier, dieselben Figurationen durchlaufen müssten, entgegensteht, beziehungsweise dieses gar nicht nötig hat. Ja, sie hätten dann eine Multiplizität von Prozessen, die einerseits eine ganz eigenläufige Entwicklung erfahren, selbst wenn sie sich dann in manchen Hinsichten wieder miteinander verschränken, aber eigenläufige Entwicklung auch in dem Sinne, dass das Kriterium, mit dem man sich den Fortschrittsprozess oder den Regressionsprozess dann anguckt, eben das ist, ob es sich hier um einen in bestimmter Hinsicht gelungenen Prozess, einen gelungenen Lern-, einen gelungenen Erfahrungsprozess handelt. Das Gegenmodell dazu sind verschiedene Formen der Erfahrungsblockade, des Realitäts, des Sich-Nicht-Aussetzens der Probleme, der Krisen, der Dinge, die die Realität mit sich bringt und eben bestimmte systematische Züge, mit der gesellschaftliche Entwicklung eben dem nicht gerecht werden oder dem entkommen. Was also ist in einem solchen Erfahrungsprozess Fortschritt? Der erste Punkt ist der, dass Fortschritt hier dann selber ein normativer Begriff ist, also ein normativer Begriff sui generis in dem Sinne, dass es die Bezeichnung einer Entwicklung als fortschrittlich ist, mit der auch normativ etwas gesagt wird. Das und die Vorstellung, dass Fortschritt hier ein Prozessbegriff ist, sind eigentlich die beiden Elemente, die man dazu braucht, um einen solchen eben auch normativ und dann auch kritisch gehaltvollen Prozessbegriff des Fortschrittes zu verteidigen. Fortschritt, eine Veränderung ist dann Fortschritt, wenn es nicht nur Wandel überhaupt, sondern ein Wandel zum Besseren ist. Das aber ist ein Umstand, der einen nicht dazu bringen sollte, das Bessere und den Wandel gewissermaßen so voneinander zu trennen, dass man sagt, ich brauche immer zuerst das Gute und dann kann ich sagen, ob der Wandel, der dann in sich ein neutraler Begriff, ein neutrales Verhältnis wäre, einer zum Besseren ist. Die Art und Weise, wie man Fortschritt als ein solches normativ aufgeladenes Narrativ auffassen sollte, meiner Überzeugung nach, ist so, dass man ihn als analytisch deskriptiven, dichten Begriff auffasst, indem eben Beschreibung und Bewertung eine bestimmte Art von Einheit eingehen oder miteinander verschlungen sind. Das ist jedenfalls das, was den Reichtum und auch ein bisschen die Euphorie des Fortschrittsbegriffs überhaupt nur zu erklären vermögen. Das ist auch der philosophisch betrachtet der Zugriff auf den Fortschritt, der es überhaupt möglich macht,
Fortschritt in gewisser Hinsicht eben nicht redundanten Sinn zu verwenden. Also wenn wir Fortschritt so verwenden, dass wir sagen, es ist Wandel zum Besseren, aber das Bessere kennen wir schon, dann ist in bestimmter Hinsicht die Bezugnahme auf Fortschritt ja redundant. Das fügt gar nichts Eigenes mehr dazu. Man kann sich das sehr leicht und eindrucksvoll an den historisch-theoretischen Beispielen klar machen, in denen beispielsweise mit dem Begriff der Regression gearbeitet worden ist innerhalb der kritischen Theorie. Also wenn Sie sich ansehen, wie die Autoren, muss man leider sagen, der ersten Generation der kritischen Theorie sich den Faschismus analysiert haben als ein Regressionsphänomen, dann wird Ihnen schnell klar, dass in einer solchen Beschreibung als Regression eben mehr und etwas anderes steckt, als einfach nur die Feststellung, die natürlich auch richtig ist, dass es sich hier um das Böse, um das Grauen, um den weltgeschichtlichen Schrecken handelt. Die Analyse als Regression ist eine Analyse, die den Faschismus als eine bestimmte Form verunglückter Krisendynamik zeichnet. Und da sieht man, wie in einem solchen Begriff eben etwas mehr und ein etwas anderer Gehalt steckt als in, sagen wir mal, reinen normativen Begriffen. Der zweite Punkt, der für die Betrachtung des Fortschritts als Prozessbegriff so entscheidend ist, ist die Idee, dass man Fortschritt eigentlich gar nicht vom Ziel her auffassen muss. Also die Allerweltsvorstellung, naja, Fortschritt, da muss man ja wissen, wohin. Die Vorstellung, die so ein bisschen an dem Modell entwickelt ist, ja, wenn ich auf einen Berg steige, dann muss ich ja wissen, dass ich genau diesen Gipfel erreichen will und dann weiß ich auch, was auf diesem Weg dann ein Fortschritt gewesen sein wird oder wie sich der Fortschritt hier darstellt. Die entscheidende Umstellung, die ich hier anschließend an den amerikanischen Philosophen, pragmatistischen Philosophen Philipp Kitcher vornehmen möchte, ist die Umstellung, die Fortschritt nicht mehr vom Ziel her denkt, also Fortschritt nicht als Fortschritt hin zu einem bestimmten Ziel, sondern als Fortschritt weg von einem Problem. Also Fortschritt als fortschreitende Problemlösung. Fortschritt wird dann also nicht vom Ziel angezogen oder geleitet, sondern ist von Problemen hervorgetrieben. Es ist weniger ein Fortschritt hin zu einem Besseren, vor allem nicht zu einem Besseren, das ich schon kenne oder das ich schon vorher als das Gute identifiziert haben müsste, sondern etwas, was von den Problemen und den Krisen und den jeweils zu machenden Anreicherungsprozessen, die aus diesen hervorgehen und in denen bestimmte Probleme besser gelöst, bestimmte Krisen dann überwunden zu sein scheinen. Also die Vorstellung stellt sich gewissermaßen, es ist eine Perspektive, die komplett sich von diesem Getriebenwerden durch bestimmte Wandlungsprozesse leiten lässt. Und sie lässt sich davon leiten, und das ist etwas, was erstaunlicherweise selbst mit Hegel, den man ja, ich hatte den ja sogar im Bild bei den Entwicklungsprozessen und bei dieser Vorstellung, ja, da gibt es so eine Entwicklung, die gewissermaßen vorbestimmt sich schon vollzieht, das ist schon eine falsche und etwas zu banale Interpretation Hegels, wie sich sehr leicht behaupten und auch zeigen lässt, die von sehr vielen verschiedenen Autoren, und ich zitiere hier Antonio Machado, verbreitete Vorstellung, dass im Gehen der Weg entsteht, ist etwas, was sie selbst mit hegelscher Dialektik und mit einem hegelschen Modell von Entwicklung oder der Erosion und Entwicklung von neuen Institutionen ganz gut machen können. Selbst da ist es so, dass die Freiheit nicht etwa schon das ausbuchstabierte Ideal ist, von dem wir schon genau wüssten, wie es aussieht und auf das wir uns dann hinbewegen in einem Prozess, sondern auch da ist der Moment der Entfaltung dessen, wohin die Weltgeschichte geht, etwas, was gewissermaßen ein eigenes Recht hat, in dem überhaupt erst entsteht, was hier, woraufhin man hier gehen kann. Und das ist etwas, was ich denke, was bei dieser Umstellung von Fortschritt auf das Getriebensein weg von den Problemen einen informieren kann. Resultat ist, dass wir so verstanden nicht erst verstehen, was Fortschritt ist, wenn wir das Gute verstehen, sondern umgekehrt, dass wir das Gute verstehen, wenn wir den Fortschritt verstehen. Es gibt
so etwas wie eine Priorität des Fortschritts gegenüber dem Guten, genau in der Art und Weise, dass man bei dem ja immer wieder auftretenden Streit darüber, wohin sollen wir uns denn entwickeln, was wäre denn das Gute, woraufhin wir zielen sollen. Diesem gegenüber ist es in gewisser Weise auch hier eine Umkehrung, die auch so eine Art von gewissermaßen Lösung präsentieren soll. Lass uns auf den Prozess gucken und auf die Qualität des Prozesses anstelle der Suche nach einem normativen Fundament, das gewissermaßen grundlegend und außerhalb dieses Prozesses gegeben sein könnte. Fortschritt ist dann so etwas wie ein Erfahrungsprozess. Ich hatte das ja von Anfang an als Vorabdefinition schon gegeben. Lernen ist ein Prozess, wenn man sich jetzt anguckt, wie kann man denn dann eigentlich die Qualität eines solchen Prozesses sich anschauen. Lernen ist etwas, innerhalb dessen Fähigkeiten erworben werden müssen, sich aufeinander beziehen, aufeinander aufbauen und eingeübt werden müssen. Der Umstand, dass wenn ich auf den Gipfel will, es mir gar nicht unbedingt was hilft, wenn mich jetzt ein Helikopter hier hochträgt, beziehungsweise das hilft mir vielleicht, aber man wird dann nicht davon sprechen, dass ich einen Fortschritt durchlaufen habe, hat genau mit dieser Art von Lern- und Erfahrungsprozessen und mit dieser Qualität zu tun. Umgekehrt, wenn manche Arten des Wandels, also der Wandel im Wandel, der regressiv und nicht progressiv ist, dann als regressiv gelten kann, dann deshalb, weil Effekte des Verlernens oder eben der reaktiven Abschottung gegen einen solchen Erfahrungsprozess hier am Werk sind. Und es ist tatsächlich eine leicht andere Präsentation als die, die ich vorbereitet hatte, aber das ist jetzt auch egal. Vielleicht noch den eine weitere Beschreibung dessen, was der dieser Problemlösungsprozess, was den ausmacht, nämlich den kurzen Hinweis darauf, dass was hier, und das hat mit dem Lernen und mit dem Erfahren und mit der Frage, was ich hier eigentlich anreichern kann, zu tun, also der Hinweis darauf, dass was hier der Prozess, um den es hier geht, einer ist, den ich nennen möchte, Problemlösung zweiter Ordnung. Problemlösungen erster Ordnung finden dann statt, wenn eine Gesellschaft mit einem Problem konfrontiert ist. Nehmen Sie so etwas wie der Umstand, dass es ewig nicht mehr geregnet hat, eine Dürre eintritt, Menschen verhungern, die Gesellschaften vor einem massiven Problem, einem massiven Desaster stehen. Probleme zweiter Ordnung sind Probleme, die sich aus dem Unvermögen mit so einer Situation erster Ordnung umzugehen ergeben. Also Probleme, die auf der Ebene der Institutionen, der Ressourcen, der Weltverständnisse, die dazu führen, dass man auf so etwas wie eine Dürre entweder damit reagieren kann, dass man Speicher baut oder damit reagieren kann, dass man das schönste zeitgenössische Beispiel ist eigentlich, dass in den USA ein Governor auf die drohende Austrocknung des Colorados seinen Mitbürgerinnen mit auf den Weg gegeben hat, sie mögen doch beten dafür, dass der Fluss nicht austrocknet, das angesichts einer Trockenheit, die klarerweise auf sozusagen menschengemachte Prozesse zurückzuführen ist. Also das wäre ein Beispiel dafür, wie ein Problemlösungsprozess auf eben genau dieser zweiten Ordnung, also das Problem ist hier nicht nur, dass der Fluss nicht einfach wieder Wasser führt, sondern das Problem ist, dass schon die Ressourcen, die man dafür zur Verfügung hat, dieses Problem zu lösen, sich als zweifelhaft und als von verschiedenen Blockaden gekennzeichnet auffassen lassen. Und genau in dieser Hinsicht, nämlich Problemlösung, dieser sich anreichernde Erfahrungsprozess als einer, der sich hinsichtlich des Reflexiverwerdens, des Weiterwerdens, des Lernens, der Anreicherung von solchem Lernen auf dieser Ebene der Problemlösung zweiter Ordnung erfassen lässt, genau dann kann man verschiedene Probleme, die ich schon angesprochen habe, möglicherweise in den Griff kriegen, nicht nur die Multiplizität, die ich schon angesprochen hatte, der verschiedenen Problemlösungsprozesse, sondern auch die Frage, wie man eigentlich die Gewinne und die Verluste, die verschiedenen Momente des Fortschritts zueinander so ins Verhältnis setzen kann, dass daraus eben doch ein Kriterium des Fortschritts wird. Und das wäre etwas, was ich exakt auf dieser Ebene der Fragen, haben wir eigentlich Ressourcen, und Formen der gesellschaftlichen Erfahrungen und des Lernens entwickelt, die es uns ermöglichen,
weitere Erfahrungen zu machen oder ist genau dieses blockiert? Und damit möchte ich gerne schließen. Ja, vielen Dank, Rahel, für den sehr dichten und anregungsreichen Vortrag. Ich denke, wir haben jetzt sicher eine ganze Reihe von Fragen und Anmerkungen, auch Verständnisfragen vielleicht. Also ich fange einfach einmal an. Ich hatte jetzt ja auch die Gelegenheit, zumindest heute Nachmittag schon einmal in das Buch zu schauen. Also ich verstehe das jetzt erst einmal so, und das finde ich auch sehr einleuchtend, dass du ja den Fortschrittsbegriff im Grunde löst von der Geschichtsphilosophie. Also es geht ja nicht um ein geschichtsphilosophisches Modell, also sozusagen die Geschichte ist selber ein Fortschrittsgeschehen, sondern es geht im Grunde darum, den Fortschrittsbegriff als ein, wie du sagst, interpretatives, also als ein normatives Interpretationsmodell zu nehmen, dass man eben auch ansetzen kann, zum Beispiel an die Geschichte und schauen kann, liegt da jetzt Fortschritt vor oder Regression, also ohne jetzt eine Annahme auf den gesamten Prozess damit zu implizieren. Das fand ich erstmal, wenn ich das so richtig verstanden habe, auch sehr einleuchtend, und ich kann das auch völlig nachvollziehen, wie du auch am Anfang sagtest, wir brauchen gewissermaßen auch gerade sozialphilosophisch weiterhin einen normativen Fortschrittsbegriff, der dann ja auch bei dir ja nicht inhaltlich spezifiziert wird, sondern im Grunde formalisiert. Ne? Also das ist ja vielleicht, viele würden ja vielleicht erwarten, Fortschritt, man möchte wissen, ein Mehr an Autonomie, ein Mehr an Gleichheit und so weiter, aber da sagst du ja, das kann man natürlich auch machen, solche konkreten Ziele zu formulieren, das ist aber nicht deine Sache, du trittst im Grunde nochmal einen Schritt zurück und formalisierst dann den Fortschrittsbegriff, also Fortschritt dann eben als ein Erfahrungs- und Lernprozess, auch als ein Prozess, das fand ich im Buch auch sehr einleuchtend, da hattest du noch zwei andere Begriffe verwendet, nämlich Komplexität und Reflexivität, ne? Also es ist immer auch eine Steigerung von Komplexität und von Reflexivität im Lernprozess vorliegt, und dann kann man eigentlich von Fortschritt reden. Also ich habe jetzt, ich hatte sicherlich eine ganze Reihe von Fragen, aber vor allen Dingen zwei Fragen. Also das eine ist, ich meine, du hast diesen Erfahrungsbegriff ja sehr stark gemacht. Und da würde ich dich bitten, da noch einmal drauf einzugehen. Das ist ja erstmal ein Begriff, den kennt man ja in Bezug auf Individuen. Also Individuen, also Subjekte machen Erfahrung. Und der wird jetzt aber von dir ja auf die Gesellschaft bezogen. Die Frage ist ja, wer macht denn da die Erfahrung? Sind das soziale Gruppen? Ist es die politische Öffentlichkeit? Also wer ist der Erfahrungsträger? Und was ist vor allen Dingen auch jetzt wirklich gesellschaftlich unter einer Erfahrung zu verstehen? Also beim Individuum kann man das vielleicht eher so auf die Psyche bezogen nachvollziehen, aber was wäre das, wenn du darauf vielleicht noch einmal eingehen könntest? Das wäre das Erste. Und das Zweite, also ich kann schon diesen formalen Fortschrittsbegriff schon gut nachvollziehen, aber ich denke, dass die Schwierigkeit liegt dann am Ende darin, wenn man ihn anwendet. Also wenn man ihn tatsächlich jetzt konkret auf gesellschaftliche und historische Zusammenhänge anwendet, denn wo ist da jetzt genau ein Lern- und Erfahrungsprozess, ein Prozess von mehr Reflexivität und wo nicht? Es gibt natürlich Fälle, die sehr eindeutig sind, und da gehst du auch im Buch ja ausführlich drauf ein, zum Beispiel der Faschismus. Also dass das jetzt eine Regression war und kein Fortschritt, da sind sich wahrscheinlich alle einig, aber interessanter wird es ja dann, wenn man Fälle hat, die nicht so eindeutig sind. Ja? Also zum Beispiel jetzt einfach nur um zwei Beispiele zu nennen, der Neoliberalismus. Ich meine, ich weiß, hier im Raum sind sich vielleicht viele der Meinung, dass das eine Regression war. Du gehst ja auch auf Oliver Nachtbar ein, regressive Moderne. Aber es gibt natürlich und gab ja auch, seitdem es den Neoliberalismus gibt, viele Verfechter, die das gerade auch als einen Lernprozess, also aus der Sackgasse des Sozialstaats der 70er Jahre interpretiert haben. Die Frage ist ja jetzt gar nicht, wer hat Recht, sondern zu sehen, dass es hochgradig umstritten, was also im historischen Prozess, also wirklich, was der eine als Fortschritt wahrnimmt, nimmt der andere als Regression. Oder die Oktoberrevolution, also nochmal, ist ja auch sehr strittig, war das jetzt ein Fortschritt, war das eine Regression, wie haben das die Zeitgenossinnen wahrgenommen, wie nehmen wir es heute wahr? Und ich denke, da wird es ja sehr interessant, und vielleicht könntest du dazu auch noch etwas sagen. Okay, das waren jetzt komplexe, viele Fragen. Zunächst mal die Frage der Geschichtsphilosophie und die Lösung von der Geschichtsphilosophie. Tatsächlich würde ich sagen, es ist eine Art von Deflationierung der Geschichtsphilosophie, ja. Also nicht im bösen Sinne, sondern im Sinne von, ich sag mal, es sind bestimmte
Dinge loswerden, mit denen man nicht mehr umgehen kann oder sollte. Aber auf der anderen Seite würde ich es doch auch als so etwas wie eine also Rettung der Geschichtsphilosophie okay. in gewisser Hinsicht doch auch. Also ich mache das Geschichtsphilosophie-Bashing, was ja auch relativ verbreitet ist, in dem Sinne nicht mit. Sondern versuche eher es auch den geschichtsphilosophischen Einsatz, nehmen wir jetzt mal wirklich mit, also im Zentrum bei Hegel noch mal ein bisschen anders zu verstehen. Aber ob das mit oder gegen Hegel und wie sehr mit oder gegen Hegel das geht, das ist in mancher Hinsicht strittig. Ja? Ich habe auch Freunde, die sagen würden, naja, das kann man ja alles mit Hegel machen, da brauchst du gar nicht sagen, dass du jetzt Hegel mit Dewey kritisierst oder so und da dies oder jenes davon wegrückbaust gewissermaßen, sondern ist doch alles reiner Hegel. Also schon das, was du erwähnt hast, dass man es als ein normatives Interpretationsmuster den Fortschritt versteht, das ist bei Hegel natürlich nicht ganz anders. Ich meine, es ist da, also ich meine, dieses konstruktivistische Element, dieses ich gucke die Geschichte hinsichtlich ihrer Entwicklung. Mhm. Oder der Entfaltung des Bewusstseins der Freiheit an. Da ist, wenn man sich das in den methodischen Reflexionen, die Hegel in der Geschichtsphilosophie macht, anguckt, ist natürlich auch klar, dass er nicht sagt, ich gucke da auf die Welt und die Welt ist eben, die entwickelt sich eben einfach so, ohne dass ich sozusagen den Gesichtspunkt der Rationalität und die Narration, also der hätte natürlich nicht Narration gesagt, aber sozusagen diese, das damit mit hineinbringe und das, was sich zunächst mal als ein chaotischer Haufen von Fakten so aussieht, in bestimmter Hinsicht ordne. Ja? Also ganz so anders ist das dann nicht, natürlich schon ein bisschen, also ich meine, anders als die modernen Narrationsauffassungen, aber sozusagen die Leugnung, also dass Hegel das konstruktive Moment der Philosophie dabei leugnen würde, ist natürlich da schon nicht so. Deflationierung also hinsichtlich dessen, dass ich sagen würde, ja, eben nicht die eine durch irgendein Zentrum zusammengehaltene, also ja, die Multiperspektivität ist da, glaube ich, ist einer der deflationierenden Momente hier zu sagen, da gibt es Entwicklungsprozesse, die an ganz verschiedenen Stellen gewissermaßen anfangen und eine eigene Logik haben und der nächste Schritt ist dann eigentlich diese verschiedenen Entwicklungen, die eine eigene Logik haben, also deren Verflechtung miteinander dann auch wiederum sich anzugucken, aber eben nicht die Vorstellung, dass die Weltgeschichte sozusagen ein Staubsauger ist, der alles so ordnet oder wie ein Magnet ist, der sozusagen alles ausrichten kann. Insofern ist das in dieser Hinsicht auf jeden Fall anders. Was die Formalität angeht, ist es tatsächlich eine Frage, wie stark man hier, also meine Vorstellung ist ja nicht, dass es hier so etwas wie, die ist ja nicht prozedural, die ist ja nicht so, dass es hier so etwas wie eine gewissermaßen vollkommen neutrale Prozedur geben kann, in die gewissermaßen die Inhalte der Wandlungsgeschichten hineingehen und wo man dann hinterher rauskriegt, das ist jetzt Fortschritt gewesen oder nicht, sondern es ist ja schon in dem Sinne auch substanziell, weil die Prozesse selber als solche Erfahrungsprozesse eben angesehen werden sollen. Und zum Erfahrungsbegriff, das ist die Rede vom Erfahrungsbegriff, soll einerseits ein bisschen wegleiten von dem anderen Begriff, den ich ja auch hier also gar nicht umhin komme zu verwenden, nämlich Lernen. Lernen hat gegenüber dem Erfahrungsbegriff aber so einen stark kognitiven Touch, sagen wir mal, jedenfalls könnte man das denken. Ich fasse Lernen nicht so auf, also ich würde Lernen auch eher in einer solchen Problemlösungsperspektive von man gerät an etwas, womit man praktisch zu tun hat und entwickelt reflexive Fähigkeiten, um sich gewissermaßen in der Welt so durchzuschlagen. Also ein auch hier ein bisschen pragmatistisch inspirierter Lernbegriff, aber trotzdem hat das Lernen oder die Rede davon, dass Gesellschaften, Individuen oder Gesellschaften lernen, da verliert man, glaube ich, ein bisschen das und das hat mich dazu bewegt, eben mindestens dann immer Lernen und Erfahrungsprozess zu sagen oder von Erfahrungsprozessen zu reden, weil Lernen eben nicht nur diese
diesen leicht kognitiven Bias, sondern auch den aktivischen oder Bias ein bisschen hat. Ja, das ist etwas, was man, wenn man denkt, das ist eben ein Prozess, den man bewusst oder immer nur bewusst ansteuert und eingeht. Und ich setze mich jetzt hin und lerne Vokabeln und dann habe ich sie gelernt und so. Und der Erfahrungsbegriff hat demgegenüber den Vorteil, das passive Element, das rezeptive Element, ja, der Umstand, dass einem eben etwas geschieht, womit man dann zu tun hat und was man dann gewissermaßen in seinen Erfahrungshaushalt mit einbauen muss, integrieren muss. Da kommt, glaube ich, dann das Interesse an den Verlusten oder die Möglichkeit, die Verluste mit einzuberechnen, wird da sehr viel stärker, weil das, was einem da geschieht, sind eben auch Verluste, ist auch sozusagen das, was dann Trauer über den Verlust, Traumata sogar, also Geschichte, die nicht vergeht, wie man sagen kann, das ist alles das, was in dem Sinne so ein bisschen dichter gestrickte Gewebe von Erfahrung, glaube ich, sehr viel besser passt. Und das führt dann möglicherweise auch zum etwas anderen, einer etwas anderen Vorstellung davon, wie Gesellschaften Erfahrungen machen oder worin sich das dann ausdrückt. Also bei Lernprozessen, wenn man die in einer stark, also eben eher kognitivistisch auffasst, dann kann man ja, also ich meine, es gibt viele Sozialtheoretikerinnen, die sagen würde, Lernprozesse, worin drücken die sich dann aus, zum Beispiel in Rechtsentwicklung, ja, also was ja auch also ein ganz starkes Moment ist, ja, zu sagen, es gibt da irgendwie, es gibt Rechtsentwicklungen, in denen bestimmte soziale Transformationsprozesse und so etwas wie, wie Lernen sich gewissermaßen sich anreichernd ausgedrückt haben. Das ist aber dann eben vergleichsweise enger, als wenn man mit dem Erfahrungsbegriff hätte man, glaube ich, ganz verschiedene Medien zur Verfügung. Also nicht, dass man bei Lernen nur Recht hätte, das glaube ich nicht, aber trotzdem ist es eben eine andere Form von, also eben so stark gebunden an diese etwas eindimensionalere Wissensvorstellung. Bei Erfahrungen hat man, glaube ich, verschiedene Medien zur Verfügung, in der man sagen kann, ja, da schlagen sich, die Erfahrungen schlagen sich in Praktiken, Institutionen, aber eben auch in ästhetischen Praktiken, in ganz verschiedenen Institutionen, die gar nicht unbedingt immer so schon deutlich artikuliert sein müssen gewissermaßen. Ja? Also die müssen nicht immer schon eine sehr erkennbare Satzung haben, nach der sie funktionieren, sondern es sind eben Dinge, die sich, also deren Einschreibung auch in so etwas wie Umgangsformen, körperliche Reaktionsweisen, sich verhalten sich dann sehr viel leichter nachvollziehen ließ. Also auch da ist wahrscheinlich eines der guten Beispiele veränderte Geschlechterverhältnisse oder veränderte, fluider werdende Vorstellung von Geschlecht, wo man ja sehen kann, wie die Erfahrungen, die einerseits soziale Bewegungen hier in ihren Emanzipationskämpfen gemacht haben, bestimmte neue Praktiken, neue Institutionen, Forderungen, auch rechtliche Entwicklungen hervorgebracht haben, aber sie haben ja eben auch andere Körper hervorgebracht, ja, oder andere Weisen, sich auf sich und andere zu beziehen, und das sind ja alles Dinge, die man als, ja, Erfahrungen machen und Formen, in denen sich Erfahrungen niederschlagen, ganz gut beschreiben könnte, glaube ich. Schließlich der Formalismus und die Frage, wie wendet man das dann an, wie macht man das, wenn man nicht so einfache Dinge wie den, ich meine, schon der Faschismus ist jetzt so einfach auch nicht, glaube ich, wenn man den als Regression beschreibt, oder jedenfalls kauft man sich damit eben viel ein, das wollte ich eigentlich auch sagen. Wenn du jetzt sagst, naja, nehmen wir mal so ein nicht ganz so brutales Beispiel, die Lernprozesse des Neoliberalismus oder der Umstand, dass neoliberale Positionen, also was auch immer die in der Vielfalt sein mögen, für sich auch lernen und Erfahrungen in Anspruch nehmen würden. Und du hast es ja auch konkret, und wir können es ja auch, also fast schon konkret auf die Sache mit regressiver Moderne und regressiver Sozialstaat beziehen. Du hast es ja angeführt, das Beispiel. Tatsächlich würde ich sagen, dass das einfach nur Festhalten am Sozialstaat, was wir im Moment manchmal tun, weil wir die Bestände so wahren wollen, ja, also weil sozusagen das Unheil so groß ist, dann denkt man so, ja, lass uns mal an dem in der Art und Weise festhalten, dass es eine verbreitete
Nostalgie für die 70er Jahre und den 70er Jahre Sozialstaat ja gibt, das scheint mir aber tatsächlich ja gar nicht richtig. Also es scheint mir gar nicht richtig, also nicht, weil ich umgekehrt die neoliberale Kritik am Sozialstaat in irgendeiner Art und Weise teilen würde, aber zu vergessen, dass es beispielsweise eine linke Sozialstaatskritik gab und nicht zu, ja, also ganz massiv, ja, die gibt es von Foucault, die gibt es von Habermas, die gibt es, also um nur so ein paar große Namen zu nennen, aber die gab es natürlich auch. Also die Kritik daran, wie normierend auch in übrigens geschlechterpolitischer Hinsicht, aber auch sonst das Normalarbeitszeitmodell war, ist es noch besser, also ist es noch weniger prekär und sozialstaatlich besser abgesichert war, oder das Vergessen davon, wie eben dann doch undurchlässig die Bildungsinstitutionen in der großen Bildungsoffensive sozusagen der Zeiten, die wir aus anderen, in anderen Hinsichten möglicherweise hinterher trauern. Das würde ich sagen, ist ein, also ist sozusagen auch ein eher regressives Vergessen, wenn man nicht sieht, da gab es Probleme, die sind falsch gelöst worden, ja, die sind falsch adressiert worden, falsch gelöst worden. Wir haben jetzt mit einer Situation zu tun, aus der gar nicht so leicht zu skizzieren ist, wie man da wieder rausfinden sollte, aber sozusagen, dass es sich da um einen Krisen, also ein Krisenmoment gehandelt hat, das irgendeine Art von Dynamik auslöst, die man dann, also von der man jetzt eben, und das muss man dann im Einzelnen machen. Ja, warum ist das, warum war das kein Lernprozess dieser Art? Warum sind da bestimmte Erfahrungen überhaupt nicht geduldet worden oder nicht so, oder eben in einer Art und Weise verarbeitet worden, die dann eher gewissermaßen ins Gegenteilige ausgeschlagen hat, etc. Ja, also so bestimmte, sagen wir, eine bestimmte Künstlerkritik, wie man mit Boltanski Chapelle dann immer so gerne sagt, an Disziplinierungsmodellen und Sozialstaatsmodellen, und kann man sagen, naja, die war schon irgendwie richtig, ja? Also dass sozusagen die Langeweile und den einschränkenden Charakter bestimmter Modelle zu thematisieren, wird ja nicht deshalb falsch, weil dann eine andere gesellschaftliche Bewegung gewissermaßen kommt, die das Ganze und die Vorstellung von Kreativarbeit und Selbstunternehmertum in einer ganz anderen Art und Weise, also das so treibt oder sich aus verschiedenen Gründen diese Entwicklung dann eben stabilisieren, während die Gegenbewegung, und das sind ja dann auch die Erfahrungen von Emanzipationsbewegungen, die eben manchmal abbrechen, manchmal weitergeführt werden. Also auf die Frage, wie machen Gesellschaften Erfahrungen, würde ich ja, also ist mindestens eine der für mich wichtigen Schienen tatsächlich die Erfahrung, die Bewegungen machen, die um Fortschritte oder Emanzipation kämpfen. Und das sind ja viele Erfahrungen, und da gibt es viel Reflexion, aber es gibt dann auch manchmal, also es gibt viele Umstände, die dann auch Dinge, naja, in der Verzweiflung versanden lassen, gewissermaßen. Ja, danke. Bitte. Ja, jetzt sind eine ganze Reihe von Fragen. Fangen wir hier vorne an. Könnte ich mal Wasser kriegen? Ja. Hallo? Ah, jetzt. So, jetzt. Genau, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich habe mich gefragt, ob Fortschritt als Problemlösungsstrategie zu begreifen nicht zu wenig radikal ist, um das, was vielleicht eigentlich Fortschritt ist, in den Blick zu kriegen. Weil mir scheint es, wenn halt Fortschritt Problemlösungsstrategie ist, dann löse ich irgendwie ein Problem, was mich stellt, nach dem anderen, also irgendwie die Kriminalisierung von Homosexualität und dann irgendwie die Wohnungskrise, dann die Klimakrise und was dann noch so kommen mag. Aber mir scheint es plausibel, dass Fortschritt eigentlich wäre, wenn diese Probleme gar nicht mehr aufkommen würden, also mir nicht dauernd diese Probleme vor die Füße geworfen würden, also aus dem Strom der Weltgeschichte, die diese Widersprüche produziert, irgendwie auszusteigen. Also ich fürchte, aus dem Strom der Weltgeschichte, in dem keine Probleme mehr auftauchen und keine Krisen mehr auftauchen, auszusteigen, wäre relativ schwer. Oder um nicht zu sagen, ist unmöglich. Aber natürlich kann man sich eine gesellschaftliche, eine weltgeschichtliche und gesellschaftliche Situation vorstellen, in der
die Probleme nicht in dieser Art und Weise krisenhaft werden, in der sie sich nicht in diese Art von Widersprüche verstricken, ja, die ja dann auch oft mit sich führen, dass jeder Schritt raus wiederum einen, ja, einen tieferen Schritt ins auch wiederum in ein falsches bedeuten kann, etc. Das bedeutet aber unter anderem auch, dass, also um sozusagen sich eine Gesellschaft zu imaginieren oder einen Weltzustand zu imaginieren, in dem Sie sagen jetzt eben dann die Probleme weg sind, da würde ich ihm sagen, Achtung, das wird erstens nicht passieren und ist wahrscheinlich zweitens auch gar keine Situation, in der wir gerne leben würden. Aber man kann sich natürlich bessere und schlechtere Formen der Problemlösung vorstellen. Und weil Sie mit der Frage der Radikalität angefangen haben, wie radikal das Problemlösen ist, das hängt davon ab, wie radikal die Probleme sind. Und ich habe jetzt hier nicht, bin nicht ausführlich eingegangen auf die Unterscheidung von Krisen und Problemen und Widerspruch. Ich habe das immer so ein bisschen so also behandelt, als wäre das so in etwa das Gleiche. Das sehe ich tatsächlich nicht so. Also ich würde einen Unterschied machen zwischen einem Problemlösungsmodus, der gewissermaßen so das normale Geschäft behandelt, ja, so sozusagen in der Art und Weise, wie Gesellschaften sich reproduzieren, tauchen Probleme auf, die adressiert, im besten Fall überwunden werden und dann geht es so weiter. Und da gibt es ja viele Dinge, die gewissermaßen im Normalmodus stattfinden und stattfinden können. Und es gibt dann Momente, krisenhafte Momente oder die Momente, wo ein Problem eine Krise wird, wo sich zeigt, dass das Paradigma, mit dem wir die Probleme vorher mehr oder weniger gut, mehr oder weniger stabil gelöst haben, eben gar nicht mehr taugt. Ja, und das sind ja dann die Probleme, oder das sind ja dann die Momente, die Sie vermutlich mit Radikalität meinen, nämlich, dass man sagt, ja, der ganze Rahmen stimmt nicht. Ja, wir können nicht hier an der Universität, an so einer Institution wie der Universität dies oder jenes lösen, diese oder jene Verbesserungen hervorbringen, die dann hier oder dort irgendein Problem weggearbeitet haben werden, aber man kann auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass alles führt zu nichts deshalb, weil der Rahmen falsch ist. Ja? Und das können Sie natürlich in Bezug auf die ökologische Frage so, also Sie hatten ja verschiedene Krisen, wo Sie jetzt sagen, ja, Problemlösen hört sich so an, wie wir arbeiten das alles so nacheinander ab und es ist irgendwie so friedlich. Also friedlich, also ich glaube, das müssen wir im Moment sowieso nicht, als Furcht müssen wir das nicht äußern, dass das alles zu wenig radikal und zu wenig auch sehr grobe Umstürze uns bevorstehen, die wir in der einen oder anderen Weise fortschrittlich oder regressiv zu adressieren haben. Also ich glaube, die Furcht vor der reformistischen Langeweile ist eigentlich, wenn ich das mal zeitdiagnostisch wagen darf, nicht besonders angebracht. Und das Modell hier ist eigentlich eins, von dem ich sagen würde, also die Rede vom Problemlösen ist, wenn Sie wollen, ein bisschen eine, auch ein Chiffre für das, was man auch materialistischer, marxistischer fassen kann, wenn man sagt, Menschen produzieren ihr Leben, ja, sie machen das auf erweitertem Niveau etc. Und sie, also auch da ist ja die Idee, dass es gewissermaßen Widerstände gibt, die überwunden werden und die dazu führen, dass man bestimmte Dinge dann anders macht und dass es Konflikte dabei gibt, in der Art und Weise, wie man das tut. Und Problemlösung ist gewissermaßen der pragmatistische Ausdruck dafür, was passiert, wenn Menschen ihre Lebensbedingungen vor Augen haben und in diesem Miteinander leben und das Zusammenleben, aber auch ihre materielle Reproduktion organisieren müssen. Und meine Rede hier von Problemlösung und auch von diese Unterscheidung von einfacher Problemlösung und Problemlösung zweiter Ordnung hat eigentlich, soll im Grunde diese Idee auf eine etwas breitere Basis stellen, sagen wir mal so. Ob das aber radikale Problemlösungen sind oder eben nur, dass sich so durchwursteln, wie Sie es gerade befürchtet haben, wie gesagt, das hängt davon ab, was die Probleme sind. Es hängt aber auch davon ab, wie man auf der Ebene der Ressourcen für Problemlösung überhaupt in der Lage ist. Also zu meiner Vorstellung davon, dass es hier sowas wie eine anreichernde Erfahrung gibt, gehört ganz prominent, dass man in die Lage kommt, zu identifizieren, wenn man mit gewissermaßen den einfachen, sich durchwurschtelnden Problemlösungen nicht weiterkommt. Und dazu gehört dann auch in die Lage zu kommen, das sind alles die Dinge, von denen ich sagen würde, durch Erfahrungsblockaden ist da uns gewissermaßen der Zugang
versperrt dazu gehört, also auch identifizieren zu können, wie diese verschiedenen Krisen und Probleme, die Sie angesprochen haben, wie die zusammenhängen, ob die zusammenhängen. Ja? Also ich meine, es macht sicherlich nicht viel Sinn, das immer so von einem ganz großen, also sozusagen top-down vom großen Ganzen her, einfach immer nur so zu behaupten, hängt alles mit allem zusammen, Gesellschaft ist Totalität und ja, entsprechend müssen wir jetzt den Wirkmechanismus und den Zusammenhang identifizieren, mit dem wir den Schalter umlegen können. Das ist ja eine der Vorstellungen, mit denen man auch vergleichsweise gestrandet ist. Aber umgekehrt, gewissermaßen bottom-up zu sehen, wie welche Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, die wir auch adressieren können, zu denen es auch, wenn man sich jetzt auf soziale Bewegungen bezieht, ja, das alles ja sehen können, da gibt es Konflikte, da gibt es Widerstände, da gibt es Prozesse, die losgetreten werden, von da ausgehend dann aber auch zu sehen, wie Dinge miteinander verschränkt sind, scheint mir zu dem zu gehören, was ich Anreicherung nenne. Und das kann dann entweder Revolution sein oder nicht, darauf muss man sich dann aber nicht festlegen. Wir müssen jetzt ein bisschen auf die Uhr schon schauen. Jetzt haben wir hier noch zwei Fragen, die wir zusammennehmen. Bitte sehen. Test. Jo, vielen Dank auch für die ausführlichen Antworten. Ich versuche es kurz zu machen. Also mir ist die Idee sehr sympathisch und ich habe auch in vielen irgendwie Hausarbeiten, die ich schon geschrieben habe, irgendwie immer versucht, um diesen Fortschrittsbegriff rumzukommen, weil ich den auch eben so als problembehaftet gesehen habe, klar, wie wir alle wahrscheinlich, und habe das dann immer so durch emanzipatorisch irgendwie versucht zu ersetzen. Da würde mich interessieren, wo da die Abgrenzung ist und auch, ob das vielleicht nicht ja, an manchen Stellen vielversprechender ist, denn mir ist auch immer noch nicht so richtig klar, warum jetzt Nazis nicht Fortschritt für sich reklamieren können. Und ich meine, daraus ist ja auch die ganze Dialektik der Aufklärung ja geschrieben worden, dass Nazis oder irgendwie, dass der Faschismus den Fortschritt für sich genutzt und reklamiert hat als Idee. Und was war jetzt das Dritte? Genau, und ich bin sehr überrascht von was ich jetzt so als eine sehr solutionistische Herangehensweise kritisieren würde vielleicht. Vielleicht können Sie sich da... Eine was Herangehensweise? So eine sehr solutionistische, also eine Idee von Politik als es gibt ein Problem und es gibt eine Lösung. Da könnte man ja auch dagegen sagen, naja, es gibt ja unauflösbare Antagonismen vielleicht in der Gesellschaft, die so nicht einfach angegangen werden können. Ja, und dann nehmen wir gleich noch, bitte Sie auch noch dazu, ja. Ich knüpfe auch nochmal an Hegel an, weil Sie das ja auch getan haben. Wenn ich denn mit Hegel sage, ich betrachte die Geschichte als den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, dann habe ich natürlich einen starken normativen Begriff. Natürlich, die Debatten um den Freiheitsbegriff zeigen ja auch, wie problematisch dann dieser Begriff auch wieder ist, weil jeder hat eine andere Vorstellung von Freiheit. Also das wäre erstmal die erste Frage danach, ob man nicht, wenn man dann überhaupt über Fortschritt reden will, zumindest so einen Zusatzbegriff noch haben will. Also in der marxistischen Perspektive wäre das dann Fortschritt im Bewusstsein der Bekämpfung von Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Und der zweite Teil wäre dann, ob man nicht zusätzlich noch einen Bezug auf all das braucht, was wir unter dem guten Leben eigentlich verstehen. Also, dass es um Fragen geht, die etwas zu tun haben mit Zufriedenheit, mit Glück etc. Also, ob das nicht sozusagen auch unsere Fragen an gesellschaftliches Sein sind, wenn wir uns fragen, sind wir eigentlich zufrieden mit der Gesellschaft so, wie sie ist, weil es sich ja auch in meinem privaten, persönlichen Leben als Lebensmöglichkeit wiederum abbildet. Ja, trotz der Komplexität der Fragen bitte ich um eine kurze Antwort. Ja. Nimmst du noch eine? Oder? Nein. Nur gefragt, weil ich ja jetzt sowieso ganz kurz mit Ja und Nein antworten muss und die erste Frage schon ganz komplex ist. Also emanzipatorisch und Verhältnis zur Emanzipation. Ich sage auch gerne Emanzipation und emanzipatorisch und im Ende ist es auch nicht so falsch zu sagen, dass fortschrittlicher sozialer Wandel, emanzipatorischer sozialer Wandel ist. Ich glaube, also das sind bei mir Begriffe, die sich überlappen gewissermaßen. Und da hat dann Emanzipation
damit kann man bestimmte Dinge machen, die man mit dem Fortschrittsbegriff nicht machen kann. Man könnte jetzt auch sagen, ist da nicht das Ziel des Fortschritts Emanzipation, aber da ist ja gleichzeitig sozusagen um einen emanzipatorischen Wandel, ja, also man könnte das sich anreichern, auch mit emanzipatorisch sich anreichern, nochmal weiter anreichern. Also das ist ein komplexes Verhältnis, wo ich aber sagen würde, also letztendlich macht man mit den Begriffen schon unterschiedliche Sachen und wirklich viel gewonnen. Also ich habe immer den Eindruck, ja, also wie gesagt, ich rede gerne von Emanzipation, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so viel harmloser ist, als von Fortschritt zu reden. Ja? Also man könnte ja denken, Emanzipation ist dann, ja, also da können wir uns jetzt alle mal gleich schnell darauf einigen, ist ja auch nicht so. Da gibt es ja dann auch die Position, die sagen, na, Emanzipation hört sich aber so an, als wäre da schon irgendwas, was nur befreit werden müsste. Und da ist doch aber gar nichts. Also auch bei Emanzipation muss man ja viel tun, um eigentlich dasselbe Manöver, was ich hier mit dem Fortschrittsbegriff mache, würde ich da auch vorschlagen, nämlich sich gewissermaßen dem Prozess der Emanzipation als einen vorzustellen, bei dem man sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zieht, in gewisser Weise. Und das ist dann auch keine so ganz einfache Vorstellung, aber eine, die ich durchaus vertreten würde und von der ich auch sagen würde, dass man die an Emanzipationsbewegungen ganz gut verfolgen kann, wie sich da gewissermaßen etwas, was vorher nicht gut artikulierbar ist, was unbestimmt ist, dann im Prozess des sich auch kollektiv Verständigens über die eigene Lage gewissermaßen artikulierbar wird. Ja, das sind ja, also das sind gut dokumentierte und auch ganz gut theoretisierte Erfahrungen eigentlich. Und naja, ist dann gar nicht so unähnlich. Die Sache mit Politik und Antagonismen, ja, also das ist, glaube ich, das ist wirklich ein entscheidender Unterschied. Ja. Ob man sagt, die Antagonismen entstehen im Zuge der Probleme, also ob man sagt, Gesellschaften lösen Probleme, haben kein Ziel, lösen Probleme, steht ja hinten jetzt auch so als Motto auf dem Buch. Gesellschaften lösen Probleme und im Laufe dieser, und während sie das tun, entwickeln sich, also das tun sie im Modus von Herrschaft, im Modus von Ungerechtigkeit, im Modus, also in einem Modus, der Konflikte erzeugt, der Antagonismen stabilisiert etc. Oder ob man das gewissermaßen als das Erste sieht. Ja? Also ob man sagt, Gesellschaften sind eben konflikthaft und sich weniger darauf bezieht, worum dieser Konflikt geht, oder ob man gewissermaßen in auch hier wiederum materialistischerer Perspektive sagt, die reproduzieren sich selbst, das machen sie im Modus der Problemlösung und dabei tun sie all das, was dann konflikthaft ist und wo man, ich meine, der Unterschied im Ende ist natürlich der, dass aus meiner Sicht sich all das, also dieses in der Widersprüchlichkeit verharren und nicht lernen, nicht erfahren können, sich im Grunde als irgendeine Art von gesellschaftlicher Irrationalität, wenn man das mal so, also um noch einen Begriff einzuführen, der einem ständig um die Ohren fliegt. Ne? Also, aber das ist die Perspektive, während wenn Sie den Antagonismus und agonale Konflikttheorie zugrunde legen, dann haben Sie natürlich dann gibt es sowas wie eine übergreifende Rationalität oder übergreifende Irrationalität ist ja eher meine Befürchtung und meine Perspektive hier. Aber es wäre dann eben immer noch sowas wie, ja, da ist etwas, wo die einen mehr profitieren als die anderen und die einen in einer anderen Position sind als die anderen, aber es ist auch als Ganzes falsch und als Ganzes irrational. Und das würde man nicht sagen, wenn man sozusagen die Machtfrage, den Konflikt bis ganz unten hin führt. Und das ist, glaube ich, eine sehr unterschiedliche, also insofern haben Sie da den Finger auf den Punkt gelegt. Das ist, glaube ich, eine grundlegend andere Weichenstellung. Von der ich aber sagen würde, weil Sie jetzt die Dialektik der Aufklärung auch nochmal erwähnt haben und gesagt haben, ja, da sieht man doch aber eben gerade, wie die, wie sozusagen der Fortschritt die Regression hervorgebracht hat. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja das, was ich meine mit Anreicherungsprozess, in dem eben genau das gesehen wird und markiert wird. Hallo? Also ich würde sagen, das ist jedenfalls in der Traditionslinie, aber an die müssen wir uns ja nicht halten, ist es doch so, dass die Vorstellung von grobe historische Unvernunft, der wir sozusagen auf die Schliche kommen müssen, doch sehr verbreitet ist. Hegel und Freiheit?
Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit, ja, da kommt es darauf an, was man hier unter Freiheit versteht und wie man das auffasst, dass da Freiheit steht. Meine Auffassung ist, dass man sich Freiheit hier nicht vorstellen sollte wie so eine Art Trophy, ein Pokal, der so am Ende der Weltgeschichte, die so ein paar Stufen hochgeht, dann eben, ja, auf die wir immer so gucken, das glänzt so golden und dann steigen wir da so hoch und irgendwann können wir es anfassen und dann haben wir es, sondern es geht hier um die Entfaltung von Freiheit und die sich eben im Prozess der Entfaltung auch erst eine Bestimmung gibt und geben kann. Und deshalb glaube ich, dass das gar nicht so, also das klingt bei mir so, als ob der Prozess weniger normativ geschildert wäre oder vorgestellt wäre, das ist aber gar nicht so. Ihre Alternative, dass Sie gesagt haben, naja, und dann könnte man sagen, das Ziel ist immer die Bekämpfung von Ungerechtigkeiten oder dies oder jenes. Ich glaube nicht, dass man sehr viel an die Stelle von Freiheit hier setzen könnte. Und ich glaube auch nicht, dass man die Vorstellung des Guten oder von gesellschaftlicher Zufriedenheit, die Sie angeführt haben. Also ich glaube, Freiheit hier lässt sich nicht einfach ersetzen durch bestimmte Dinge, die wir als Werte oder Güter auffassen können. Ja? Werte, also meinem Verständnis nach ist Freiheit hier auch so etwas wie ein Modus der Entwicklung und darüber hinaus eben auch nicht einfach ein Wert, über den man sich dann streiten oder einigen kann, sondern, also abgesehen davon, dass man sich natürlich ständig darüber streitet, wie man jetzt Freiheit zu verstehen hat, weltgeschichtlich, aber ich glaube in der hegelischen Vorstellung, wenn man der nachgeht, dann ist es im Grunde das, was man eine begriffliche Wahrheit, einen begrifflichen Zusammenhang in dem Sinne nennen könnte, dass es die Entfaltung dessen ist, was Menschen eben sind. Und das ist anders als diese Vorstellung von, wir setzen uns hin und überlegen, wann wir zufrieden sind oder was Werte sind, die wir als leitend für unser Zusammenleben betrachten sollen, glaube ich. Ja, vielen Dank, Heil Jäggi. Ja, dir nochmal vielen, vielen Dank. Das war ganz